Würdest du jetzt sagen, wenn die Stute besser trainiert wäre, dass auch alles andere, diese Angaloppieren und die Übergänge ihr leichter fallen würden? Nein, macht tatsächlich keinen Unterschied. Unter dem Reiter würde die jetzt gewinnen. Wenn der Reiter ihr hilft, mehr den Bauchmuskel anzuspannen beim Angaloppieren, dann muss sie ihren Hals nicht mehr benutzen. Aber es macht tatsächlich keinen Unterschied, ob das Pferd jetzt trainiert ist oder nicht. Also es würde vielleicht ein bisschen sich leichter tun, auf der Kreislinie zu laufen. Das hat man ja gesehen, dass sie am Anfang doch sehr viel rumgeschaut hat. Jetzt langsam ruft sie sich ein bisschen ein. Sie wird auch lockerer, man merkt das so ein bisschen. Auch diese Zeit bekommt ein Pferd. Eben Zuchtstute, die kommen nicht so super athletisch daher. Aber was uns das wirklich zeigt, ist, was bringt das Pferd von Haus aus mit? Also ich kann das nicht beeinflussen über ein Training oder über eine antrainierte Muskulatur, ob das Pferd jetzt seinen Hals stabilisiert zum Angaloppieren oder nicht. Der Reiter nachher, der kann helfen, definitiv. Dann einmal einen Handwechsel bitte.